Diesmal blieb das Happy End für Bayer Leverkusen aus. Die Werkself unterlag in der Champions League beim AS Rom mit 2:3. Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem 0:2 Rückstand zur Pause spielte Leverkusen eine starke zweite Hälfte und glich zunächst aus. Ein später Vollelfmeter sorgte dann aber doch für die Niederlage im Stadio Olimpico. Ja, natürlich ist es bitter, weil man kommt so überragend zurück, hat das Spiel eigentlich fast über die komplette zweite Halbzeit im Griff. Aber ich glaube, eins ist auch klar, dass wir nicht in jedem Spiel zwei Tore aufholen können und ja, dann am Ende mit einem Punkt oder als Sieger vom Platz gehen. Die Hoffnungen auf den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse haben somit einen gewaltigen Dämpfer erhalten. Leverkusen steht nach der zweiten Niederlage nur auf Rang 3 hinter Spitzenreiter Barcelona und Rom. Vor den abschließenden Gruppenspielen bei Bate Borisov und gegen die Katalanen hat es Bayern nicht mehr in der eigenen Hand, gibt sich aber kämpferisch. Ja, wir müssen gegen Borisov und Barcelona gewinnen. Und deswegen werden wir alles dafür tun. Es ist noch nicht fertig. Wir glauben sehr dran und wollen natürlich die Spiele gewinnen. Natürlich wissen wir, dass wir jetzt erstmal in Weißrussland gewinnen müssen. Da müssen wir das Spiel versuchen, bestmöglich zu bestreiten. Wir müssen versuchen, 3 Punkte dort zu holen, um im Rennen zu bleiben. Und dann hoffen natürlich, dass du gegen Barcelona zu Hause ein Endspiel hast. Und das wäre natürlich klasse für uns alle. Aber bevor es in der Champions League um das Achtelfinale geht, steht zunächst in der Bundesliga das Derby gegen den 1. FC Köln an. Und vielleicht können die Leverkusener danach schon wieder lachen.